Moin Freunde, ich habe jetzt einen eigenen Creator Code und zwar nennt sich der No Name. Alles klein, gerne eintragen. So langsam hat er doch von an der Down-Phase, die steigt aber gerade wieder. Ja. Falls ihr jetzt wieder Fortnite spielt, gerne den Creator Code No Name einfach eintragen. Ist für euch kostenlos, bringt mir was und Kuss geht raus, Jungs, und jetzt viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, was geht? Euer Nonen Gamer wieder weg am Start. Heute sind wir wieder auf meinem Kanal und zwar zeige ich euch heute, wie ihr den Glow Skin bekommt. Und ihr seht, ich habe ihn auch schon. Ich erkläre euch, wie es funktioniert. Und ja, würde ich sagen, fangen wir an. Aber bevor das Video richtig startet, lasst mir doch gerne mal ein Like da. Und wenn ihr neu seid, auch gerne ein Abo, würde mich mega freuen. Und schaut doch gerne auf meinen Twitch-Kanal vorbei, Link in der Beschreibung. So, jetzt auf jeden Fall erstmal zum Thema. Und zwar ist jetzt der neue Glow Skin da mit diesem Emote. Ja, dieser Emote geht nur bei den Skin. Ich kann es euch einmal kurz zeigen. Und by the way, das Skin ist auch legendär. Ich nehme mal kurz den schwarzen Ritter. Ihr seht hier, der abgehobene Emote ist weg. Heißt, ihr könnt nur mit diesem Skin den Emote machen. Ja, finde ich, feier den Skin eigentlich. Also so jetzt hier so vom Aussehen. Es sieht halt einfach nicht schlecht aus, so, ne? Aber jetzt erstmal, wie es anfängt. Also ihr seht ja einmal den Item Shop. Ihr müsst am Handy sein. Also auf dem Handy jetzt sein. Und dann seid ihr im Item Shop. Und dann geht ihr in euren normalen Shop auf dem Handy, Jungs. Ich bin gerade auf dem PC nur zum Aufnehmen. Dann ist hier ja das Bundle. Und hier hinter wird bei euch dann dieser Skin sein. Für 0 Euro. Da drückt ihr drauf. Dann steht da, dass ihr eine Kreditkarte angeben müsst. Gebt dafür eine Kreditkarte an. Das Ganze ist auch safe. Heißt, falls eure Eltern euch das irgendwie nicht erlauben, dann könnt ihr euch denen gerne hier das Video zeigen. Denn das Ganze ist safe. Epic Games würde niemals Leute abziehen. Ich selber habe ja auch zum Beispiel eine Kreditkarte in meinem Handy drin. Ja, muss ja jeder haben. Jeder, der den Skin hat, wird auch automatisch eine Kreditkarte haben. Viele sagen ja, den Skin bekommen ohne Kreditkarte. Also das ist aber, ich glaube, die haben das sogar rausgepatcht. Und Jungs, ihr müsst überlegen, die Leute dieses Videos, die karten das auch. Heißt, die könnten theoretisch das euch zeigen und dann einfach schnell eine Kreditkarte angeben, den Skin kaufen und dann sagen, jo, hat ohne Kreditkarte geklappt. Also ja, dann müsst ihr auf jeden Fall gucken. Mit der Kreditkarte ist eher so das Schwerste immer so an den Skin. Und Leute, falls ihr nicht wisst, für welche Handys kriege ich das, Jungs, schaut einfach nach. Wenn ihr Fortnite auf dem Handy haben könnt, dann wird es auch höchstwahrscheinlich, dann wird ihr auch höchstwahrscheinlich den Skin sein. Ganz sicher ist es, dass es nur für Samsung-Handys ist. Also das heißt, Samsung hat ja was gut gemacht, eine neue Kooperation gestartet. Und ja, ihr seht, ich farm gerade auch so langsam hier die exklusiven Skins. Ich habe jetzt hier den, habe ich jetzt noch hier den Neoversa und den Iconic. By the way, wenn ihr das S10 habt, dann kriegt ihr den plus den. Also dann kriegt ihr beide. Und viele fragen sich ja auch, habe ich bei vielen YouTubern gesehen, ob der Iconic Skin dann entfernt wird. Und ihr seht, der Iconic ist noch da. Heißt, ihr habt dann beide Skins. Ehre auf jeden Fall von Samsung, Ehre von Epic Games. Jungs, das war's erstmal mit dem Video. Vergiss nicht zu liken und abonnieren und bei meinem Twitch-Channel vorbeischauen. Das streame ich regelmäßig jeden Tag. Und das war's mit dem Video. Bis dann, haut rein und ciao.